Akt 4, Widerstand. Wie es wohl weitergeht? Wir, Abby, ihr wollt bestimmt wissen, wie es weitergeht. Moment, Abby lag, ja, Moment, habt Geduld. Okay, also, Abby lag und dann? Was wohl jetzt passiert, wollt ihr wissen? Ja, sie... Was wohl passiert? Okay, gut. Abby richtete sich mühsam auf und fand zurück in ihren Lauf. Doch die Welt um sie herum, sie war zerrüttet, weil so lange schon der Krieg hier wütet. Ja, genau. Ein Krieg ist über das Land gezogen, weil sich irgendwelche Länder nicht vertrugen. vertrugen. Wie ein dummes Kind läuft sie voran, weil sie es nicht lassen kann. Doch der Krieg um sie, erbarmungslos. Die Asche kalt, der Schaden groß. Ich glaube dir nicht so ganz, was hier passiert ist. Okay. Der Baum im Hintergrund. Wir haben irgendwelche Katapulte. Wo sind wir hier? Das ist dann nur so eine Vorstellung, so oder nicht? Banditen und Krieger haben alles kurz und klein geschlagen. Noch dem kleinsten Bauern ging es an den Kragen. Mit brutalem Geschrei haben sie alles niedergefegt. Zurückbleiben Köpfe auf Speeren und nichts, das lebt. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall die Freiheit, dass wir einfach rumlaufen können. Oh. Komplett ohne Fäden? Weil wir jetzt die Fäden abhaben. Will uns der Sprecher sagen, ist ja alles kaputt gegangen, oder was? So, Moment, was können wir denn machen? Dafür bin ich zu langsam. Moment. Ich gehe mal von aus, ich muss da oben drüben darüber, oder? Moment. Warte mal, kann ich die Fackel einfach mitnehmen? Nee. Gerade am Gucken, kann ich da irgendwas? Ungestüm wie eh und je, geholfen hat es ihr noch nie. Das Problem ist, wir können jetzt nicht einfach mit den Fäden wieder rausgezogen werden. Banditen und Krieger haben alles kurz und klein geschlagen. Noch den kleinsten Bauern ging es an den Kragen. Mit brutalem Geschrei haben sie alles niedergefegt. Zurückbleiben Köpfe auf Speeren und nichts, das lebt. Oh, warte mal. Ich habe die Steine unten nicht gesehen. Okay, wir schmeißen einfach die Steine da rein.
Aber das reicht schon. Okay, ich habe die Steine dort nicht liegen gesehen. So. Muss ich jetzt wieder runter und dann da unten durch. Okay. Mag die Grafik einfach auch von dem ganzen Stil her und so. Und die Atmosphäre ist halt auch cool, wie sie sich jetzt geändert hatte. Wusste doch, der Sprecher ist ein bisschen komisch. So von wegen, ja, Abby, du schaffst das nicht, lass dir helfen. Solche Sachen. Verkriech dich nur. In dieser Welt gibt es kein Entkommen. Das genau meine ich. Wir müssen da hoch. Wild vor Zorn grüllt Honda der Tyrann. Keiner da, der dich noch retten kann. Unbezwingbar. In tosender Wut, funkelnde Augen, glimmen wie Glut. Geht in die Falle, wohin sie auch läuft, dumm dreistes Mädchen, das sich selber täuscht. Was soll das denn heißen? Lass deine Finger von Dingen, die du nicht verstehst. Nee, sehe ich nicht. Ich nicht mehr Stimme aus dem Off. Wird mir das doch nur gesagt. Okay. Mit dem kann ich jetzt gerade nichts mehr anfangen. Um sie rum die Welt. Ein Raubtiermagen. Gib dich ihm hin und Schluss mit den Qualen. Wie cool aber auch hier der Turm steht und so. Jedenfalls sind wir jetzt frei. Und es ist freier als vorhin. Mit den Fäden. Aber ich frage mich, in welcher Welt wir hier gelandet sind auf einmal. Die Welt auf einmal auseinandergebrochen ist. Weil wir die Fäden gelöst haben. Das sieht cool aus. Das hat so ein bisschen was von Unravel. Halt, wo man auch von rechts nach links nur laufen kann und so. Oh oh. Ah, das sind Fäden befestigt. Er kommt dich zu holen, mit schallenden Schritten. Längst ist es zu spät, ihn um Gnade zu bitten. Du kannst ihm nicht entkommen. Okay. Oh, das war jetzt doof, oder? Wer nicht hören will, muss spüren. Wohin ihn seine Flausen führen. Ja, ich weiß, ich hab's ja gemerkt. Okay, vielleicht, muss ich ja schon so machen, nur ich müsste ein bisschen schneller sein. Er kommt dich zu holen, mit schallenden Schritten. Längst ist es zu spät, ihn um Gnade zu bitten. Du kannst ihm nicht entkommen. Der klettert dann nach oben. Von links nach rechts. Nach links und wieder rechts. Reicht es nicht langsam? Jetzt hängt er da fest. Tschüss. Oh, Scheiße. Da kann er dahin. Moment. Dann brauche ich da die Kiste? Na, komm schon raus. Wird dir nicht langweilig. Shit. Der ist aber ganz schön nervig, der Kollege hier. Warte, ich jag dir mal eben kurz bis hier drüben hin. Dann hab ich wieder ein bisschen mehr Spielraum. So. Du willst Verstecken spielen? Nur zu? Nein. Letztlich greift sie Tonda der Barbar und tut, was...
Sie hat viel zu lange gebraucht, um das zu lösen. Ah, ich habe eine Idee. Ja. Er kommt dich zu holen, mit schallenden Schritten. Längst ist es zu spät, ihn um Gnade zu bitten. Ich habe eine Idee. Du kannst ihm nicht entkommen. So. Du willst Verstecken spielen? Hör nur zu. Ich habe eine Idee. Ich muss gleich da oben. Wie komme ich denn so schnell da oben hin? Ist so instant oben. Na komm schon raus. Wird dir nicht langweilig. Verschieb meine Kiste doch nicht. Toll. Mann, du Vogel. Ich muss das Zahnrad auch zurückmachen, damit er dann da oben festhängt oder nicht, oder? Der ist halt instant da oben. Da komme ich nicht mal am Zahnrad dran. Oh. Von links nach rechts. Nach links und wieder rechts. Reicht es nicht langsam? Noch weiter verschieben? Lauf doch schneller! Auf! Merkst du nicht, Latonda macht dem Spiel ein Ende. Voll. Und fängt das Kind mit starken Händen. Wie mache ich denn? Wie kriege ich den denn da drüben hin? Würde ihn gerne? Er kommt dich zu holen, mit schallenden Schritten. Längst ist es zu spät, ihn um Gnade zu bitten. Du kannst ihm nicht entkommen. Dass ich den da irgendwie festmache oder so. Wenn ich jetzt hier an dem Ding drehe. So, jetzt nehme ich die Kiste mit. Das Problem ist, der bleibt da halt nicht du so lange da unten. Und es geht halt nach oben schon. Zu? Oh oh. Ja. Schieb die Kiste doch. Ja, das Problem ist, der klettert halt instant einfach nach oben. Ja, so schnell bin ich nicht da hinten am Zahnrad. Von links nach rechts. Nach links und wieder rechts. Reicht es nicht langsam? Ja, das schaffe ich nicht. Oder warte mal. Ich habe eine Idee. Schieb mal kurz die Kiste hier drüben wieder hin. Moment. Na, komm schon raus. Was ist, wenn die Kiste hier steht? Langweilig. Jetzt schiebe ich die jetzt, glaube ich, mit dem da drüben hin. Jetzt warte ich, bis er drüben rüber ist. So, jetzt muss er erst wieder da drüben hin. Geh doch da hoch! Wow, 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 wow. Ach, diese verdammten Fäden. Na, Alter. Na los! Boah, das war jetzt aber auch anstrengend. So. Abby, bleib stehen! Du Feigling! Komm zurück! Was? Ein kläglicher Versuch, der sie... Fahr nur weiter! Was? Ah, ihr denkt, das war's schon? Mhm. Meine Welt folgt meinen Regeln! Was? Schaut das Meer an! Wie ruhig! Oh, auf der See liegt Abby sich in Sicherheit, doch hält er schon Gefahr bereit. Im Auge des Sturmes herrscht eisige Stille, dann folgt auf die Ruhe
die Zerstörungswelle. Mit grober Gewalt tobt die Natur. Vom rennenden Ufer keine Spur. Stattdessen ein erbarmungsloser Wasserschlund, in dem schon manches Boot verschwand. Keine Chance für unsere Abby. Sie muss wohl oder übel umkehren und Tonda ins Netz gehen. Sonst wird sie für immer in die Tiefe gerissen. Im Zirkus war sie jemand. Doch auf dem Boden des Meeres wird sie für immer vergessen sein. Stattdessen ein erbarmungsloser Wasserschlund, in dem schon manches Boot verschwand. Ja, wie kommen wir jetzt hier weg? Da wollte ich in den Schlund rein, aber diesen werde ich jetzt zurück. Und ich bin einfach mal zurück, mal gucken, was passiert. Ich kann sonst nichts machen, ich kann nichts werfen oder so. Das Einzige, was ich machen kann, ist halt von rechts nach links paddeln. Einfach mal gucken, was hier links ist. Die Wellen sehen aber auch schon cool aus. Haben sie an dem echt cool gemacht. Ob der jetzt auf uns da wartet. Da ist was ganz anderes passiert in der Zwischenzeit. Okay, ich würde da auch nicht nochmal rauskommen. Okay, nichts passiert, gut. Dann paddel ich nochmal zurück. Hätte er sein können. Also ich könnte dem nicht mal folgen, dem Erzähler, der der gesagt hat, ja, paddel mal zurück. Da musst du halt wohl zurück, ne? Ist ja doof. Habe ich gemacht? Passiert. Ich vertraue dem Erzähler nicht mehr. Okay, wir gehen wieder ab in die Wellen. Oh Gott, will ich nicht festhalten. Okay, ich kann auch echt nichts anderes machen, außer der Paddel. Vielleicht kann ich den Schrott, der da an dem Schlund ist, irgendwie einpacken oder irgendwie mitnehmen. Vielleicht kann der mir irgendwie helfen, der da an dem Dings war. Der Erzähler sagt doch schon gar nichts mehr. Der sagt nicht, oh, schön, dass du zurückgepaddelt bist oder so. Damit hat er selber nicht gerechnet. So, hier keine Chance für unsere Abby. Sie muss wohl oder übel umkehren und Tonda ins Netz gehen. Sonst wird sie für immer in die Tiefe gerissen. Da sind doch so rote Fäden dran an den Dingern. Was passiert? Mit Glück und Hinterlist gelingt es Abby, meine den Naturgewalten vorerst zu trotzen. Sie muss den Schrecken am eigenen Leibe erfahren. Kann nicht entrinnen der grausamen Banditenscharen. Sie winnt. Oh. So weit bist du gekommen. Oh. Für nichts. Nichts und wieder nichts. Ich mein, hups. Ich kann einfach ganz normal vorbeipuddeln. Puddeln, genau. Paddeln. Sie muss den Schrecken am eigenen Leibe erfahren. Kann nicht entrinnen der grausamen Banditenscharen. Sie windet sich vergebens wie der Wurm am Angelhaken. Ein schwächlicher Schwächling in Fängen der Starken. Sie da reinziehen, das Loch.
Oh oh. Problem. Im Zirkus war sie jemand. Doch auf dem Boden des Meeres wird sie für immer vergessen sein. Problem. Sie muss den Schrecken am eigenen Leibe erfahren. Kann nicht entrinnen der grausamen Banditenscharen. Sie windet sich vergebens wie der Wurm am Angelhaken. Ein schwächlicher Schwächling in Fängen der Starken. So, jetzt hast du mal ganz kurz aufgehört. Ich kann durchpaddeln. So. Und sollte eigentlich jetzt jeden Moment gleich wieder losgehen? So. Tschüss. Boah, ja, Spaß da unten. Nein! 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 Doch, ich muss es hier durch. Es ist nur ein kleines, erbärmliches Mädchen. Hä? Ihr verdammten Idioten. Nichtsnutze. Weg mit euch! Und ihr? Glaubt ihr immer noch an sie? Ja. An dieses kleine, einfältige Ding? Selbstverständlich. Abby, Abby. Abby, du schaffst das. Ha! Abby. Meine Welt hat mehr zu bieten als einen Orkan und ein paar Banditen. Was? Das wirst du bald erfahren. Hm. Nur weiter. Immer weiter. Wir werden schon sehen, wie weit du noch kommst. Sehr weit. Siehst du diese Ruinen? Still liegen sie brach. Ein altes Volk erlebte hier die größte Schmach. Noch lange vor deiner Zeit haben sie aufbegehrt. Unzufrieden kannten sie nicht ihren wahren Wert. Sie lehnten sich auf, frustriert von ihrem Platz in der Welt. Nun bleibt nichts als ihre Geschichte, die man sich erzählt. Ein riesiges Schwert steckt im Fels, alt und weit berühmt. Doch ob es mir nicht einfach nur als Ablenkung dient? Bloß nicht nachlässig werden, kleine Abby. Denn Tondra rastet ebenso wenig wie du. It's up. Tondas Griff schließt sich so fest. Endlich gibt der Abby den Rest. Ende. Nein, Quatsch. Nicht Ende. Weiter. Abby. Ein riesiges Schwert steckt im Fels. Alt und weit berühmt. Doch ob es mir nicht einfach nur als Ablenkung dient? Bloß nicht nachlässig werden, kleine Abby. Denn Tondra rastet ebenso wenig wie du. Na los! Hier schon wieder so Verfolgungsjagd. Ja, es ist nur eine Frage der Zeit, bis Tondra dich einholt. Sei doch so nett und mach es nicht schwieriger, als es sein muss. Haha, wie gefällt dir das? Wie gefällt mir was? Lauf, Abby! Oh oh. Als ob du da drüber kletterst. Balancierst. Mach das. Oh oh. Ja, der kommt zumindest schon mal nicht hier rein. Abby, wie soll das weitergehen? So geht doch keine Geschichte. Das Neusen ist meine Geschichte. Das ist meine Geschichte. Wo ist er? Komm her, ich piek's dich. Eine echte Heldin würde sich nicht einfach verstecken. Tu ich nicht. Ich piek's ihn. Komm her. So.
Was soll das denn werden? Glaubst du, du kannst Tonda einfach so aus dem Weg räumen? Da, nimm dein Spielzeug zurück. Was machst du denn so lange da drin? Ich kann das wieder runterlassen. Warte mal, ich... Oh, wenn ich eine Idee. Na gut, dann nehmen wir das Spielzeug halt wieder mit. Ich hab eine Idee. So, Moment. Leg mal kurz das Spielzeug hier drauf. Hm? Wir balancieren hier rüber. Hallo, ich bin hier oben. Na du? Wackel du mal unten schon rum. Ja, aber ich muss da eine Sache machen. Und zwar... ein bisschen weiter darüber legen. Ich will das mit rüberziehen gleich. Ja, genau. Lalalala. Halt! Nein! Was denn? Tonda! Was hast du da getan? Was hast du getan? Das wirst du noch bereuen! Schluss jetzt mit dem Unsinn. Komm raus, du kleine Nervensäge. Verdammt, liegt jetzt was drauf. Komm ich denn jetzt hier weit? Wieso ist denn auf einmal da oben? Ich wollte ihm die ganzen Dinger durchschnibbeln. Kann ich jetzt einfach abhauen? Und jetzt kommst du runter? Ah, da bist du. Na gut. Machen wir das nochmal. Und wenn das geht. Weiß es nicht. Ich glaube, da ist jetzt unter dem Geröll. Oh, tschüss. Nicht so schnell. Was denn? Oh, oh. Okay, da kann er mir zumindest schon mal nicht wieder hinterher. Vielleicht auch gar keine gute Idee, dem die Fäden da durchzuschneiden. Bist du das Versteckspiel nicht langsam leid? Nein. Schau mal, ich kann auch ungerecht spielen. Was denn hier? Warte, ich muss ihn jetzt gerade hier drüben wieder hinlocken erst. Ich hab's satt. Jetzt zeig dich endlich. Ich bin noch da. Deswegen, oh. Bist du jetzt unter die Holzfäller gegangen? Das wird dir auch nicht helfen. Meinst du? Abby! Komm Was raus. Denn? Ja, gleich. Warte, ich muss noch einen kurzen Drum hinkrabbeln. Kommst du rüber? Danke. Schluss mit dem feigen Versteckspiel. Nein, 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 nein! Oh nein. Warum bin ich denn da jetzt fest? Hallo? Weiter! Scher dich weg! Ach so. Scher dich weg! Weg! Weg von ihm, du! Weg! Nein! Du bist tot, tot, tot! Nee, bin ich nicht. Er kriegt dich! Er kriegt dich! Jetzt ist es aus mit dir!
Das war's mit Abby. Jetzt kommt Schmabby. Nein, Quatsch. Oh. Ich mach den Abby nicht. Ich seh nix. Sind auf jeden Fall Seile. Du kannst dich nicht verstecken. Ha! Passiert ist, was passieren musste. Was denn? Ups. Kann ich hier irgendwas werfen? Hallo, ich bin hier oben. Du kannst dich nicht verstecken. Du kannst dich nicht verstecken. Ich habe eine Idee. Tonda lechzt nach Rache. Tondas Griff schließt sich so fest. Endlich gibt der Abby den Rest. Das ist ein neues Nier. Das ist ja frech. Geh nochmal neu. Ich hab das Prinzip zumindest. Du kannst dich nicht verstecken. Du kannst dich nicht verstecken. So, lass mal wieder unten kommen. Tonda lechzt nach Rache. Hallo, hier oben. Gleich spürst du Tondas. Verdammt! Nein, bleib weg! Bleib weg! Hey, ja, warte, ich helfe dir. Wag es nicht, du Wurm! Nein! Siehst du, das war's endlich mit dir. Und ich muss da drüben noch hin. Du kannst dich nicht verstecken. Du kannst dich nicht verstecken! Wo ich denn jetzt mal drüben hin? Tonda lechzt nach Rache. Will ich da einfach einen Stein hinwerfen? Moment, wo ist der Stein? Ich hab doch gerade einen Stein in der Hand gehabt. Gleich spürst du Tondas vollen Zorn. Auf der anderen Seite gibt's auch keinen Ausweg. Du sitzt in der Falle. Ja, meinst du nur? Toll, du hast es auf die andere Seite geschafft. Was? Doch überall blüht dir. Ja, wann hat er geschafft? Vielleicht zerquetscht er dich wie eine Made. Shit, ich hab den abgeworfen. Ich sehe dich. Du sitzt in der Falle. Nein! Ich sag's dir! Ich hab ja Nein gesagt. Nein! Wehe! Wehe was? Bleib fern! Bleib weg! Da hängst du noch an einem Faden, Junge. Ich bin dein Gott! Keiner stellt sich gegen Gott! Ich zerfetze dich! Komm her! Komm her! Bin hier Verschlagen oben. Wirst du! Zermalmt! Mistding! Höre! Zum Teufel mit dir! Du nichts! Du bist gar nichts! Knie nieder! Ich will jetzt noch mit dir machen. Stirb endlich! Warte. Ja. Runter! Runter! Aufhören! Aufhören! Nein! What? Nein!
Das kann nicht sein! Nein! Gewonnen. Ja.